Ja, beim Eingang werde ich wahrscheinlich erstmal kurz stoppen, denn da müssen wir ja dann auch mal den Eingang vorbereiten. Das sind wir auch gleich schon. Jetzt lasst mich mal überlegen, wenn wir hier vier breit, ja, ich denke vier breit. Vier breit sollte soweit passen, denke ich. Machen wir das mal so. Wir können es ja immer noch ändern. Das, was wir hier platzieren, können wir auch jederzeit wieder abbauen, wenn wir es müssten. Also ist das ja relativ unkritisch jetzt, wenn ich da dieses Stück jetzt erstmal so lasse. Mal schauen, vielleicht wird es später noch breiter mit dem Eingang, vielleicht schmaler, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja, wie gesagt, das werden wir in Zukunft auf jeden Fall sehen. Das ist das kleinste Problem, das wir haben. Und ja, bei den Nebeneingängen habe ich ja schon gesagt, es wird einen Haupteingang geben, das wird das da vorne. Und es wird Nebeneingänge geben, und zwar jeweils hier, dann da hinten und da. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das genau machen werde. Das werden wahrscheinlich, ja, kleinere Eingänge, sprich also vielleicht nur zwei breit oder so. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, damit können wir uns ja auch noch Zeit lassen. Ich meine, momentan haben wir mehr als genug hier innerhalb unserer Basis erstmal zu tun. Da müssen wir eh nicht raus. Das ist also, ja, Zukunftsmusik, worüber wir jetzt sprechen. Und ich rede hier von einer ganzen Weile, die das wahrscheinlich dann dauern wird, bis wir hier, ja, so weit sind, dass wir diese Zusatzeingänge benötigen werden. Da werden wir schon noch ein bisschen mehr Zeit benötigen. Aber das wisst ihr ja sicher. Ich meine, ihr seht ja selber, was wir für eine riesen Baustelle haben. Und ja, die ist wirklich groß. Aber ja. Ist, denke ich, ein ganz interessantes Projekt. Und ja, wir sind fertig und haben noch ganze zwei Stacks. Das ist echt super. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon mal hier, ja, probieren, den Eingang zu machen. Würde sagen, das bietet sich hier auf jeden Fall mal an. Ich schnapp mir mal kurz hier die Erde, dass ich hier nach oben komme. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier. Moment, das ist jetzt 2 hoch, okay. Oder mache ich. Also hier werde ich ja wahrscheinlich ein paar Stufen machen, die nach oben führen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mitzähle. Ne, das zähle ich nicht mit. Das sieht dann komisch aus. Zwei, gut, dann machen wir, würde ich sagen. Ups. Machen wir das Ganze. Eins, zwei. Das hier kommt weg und das hier kommt weg. So.
Jetzt gehen wir aber mal ganz schnell schlafen. Der Mond kommt schon und ja, der wird im nächsten Update wird der rund sein. Beziehungsweise ja, ist in diesem Update rund im Pre-Release 4. Aber wie gesagt, das werde ich ja nicht verwenden, zumindest vorerst, weil der Bug mit den Melonenstücken drin ist. Dass wir da nur eins bekommen, wenn wir die Melonen abbauen. Das ist nämlich doch ein bisschen wenig. Zu wenig. Zumindest, ja, solange wir noch keine... Ja, ich denke, das sollte ausreichend sein. Zumindest, solange wir noch keine Kühe und Schweinefarm haben. Jetzt, wo ich gerade hier bin... Überlege ich gerade, was ich eigentlich mit dem Ding hier anstellen soll. Eigentlich könnte man das doch auch hier irgendwie nutzen, oder? Also ich meine, Moment, wenn wir gerade schon hier sind, können wir eigentlich auch schnell mal hier den Sand mitnehmen. Wunderbar. Dann sammeln wir hier mal wieder ein paar Fackeln ein. Wir müssen ja nicht alle hier rumstehen. So. Das sollte reichen. Den Rest lassen wir einfach stehen. Ist ja nicht das Problem. So. Jetzt haben wir natürlich da ein Loch im Boden. Das machen wir am besten schnell mal zu. So. Als wäre nichts passiert. Ja. Wunderbar. Okay. Jetzt lasst mich noch mal kurz schauen. Moment. Ich muss mal ein Stück weiter hier rüber. Das muss ich mir mal aus einer größeren Entfernung anschauen. Wie das einfach wirkt. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Wie gesagt, man kann es ja später noch anpassen. So. Wenn wir gerade schon hier sind, können wir uns das hier eigentlich insgesamt mal aus einer größeren Entfernung anschauen. Das ist auf jeden Fall interessant, wie das Ganze so wirken wird. Man sieht schon, wenn wir hier auf diese Höhe gehen, das wird eine relativ breite und gestauchte Angelegenheit. Aber das soll so sein. Ich meine, klar, es wird besser aussehen, wenn wir das Ding irgendwie 500 Blöcke hoch machen könnten oder sowas. Aber die Welt ist nicht so hoch und ja, es wäre auch unendlich viel Arbeit. Auf. Ich habe hier doch eine Spinne gehört. Ach, sieh mal einer an. Da hinten ist auch nochmal Sumpf. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ho. Vielleicht haben wir ja den falschen Sumpf. Nee, haben wir nicht. Oh, hier muss irgendwo ein Cave sein. Oha. Ich würde sagen, das kommt von hier unten. Ich mach das mal kurz. Ich sehe jetzt von hier aus nicht, ob das weitergeht. Aber es wäre möglich.
Die Sounds kommen von hier hinten. Ist da noch irgendwo ein Eingang? Moment, ich schau mal da drüben. Da könnte noch ein Eingang sein. Ja, sieht nicht so aus. Aber gut, wir halten uns jetzt hier nicht länger auf. Das bringt nichts. Nun ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren Eingang. Und jetzt lasst mich mal schauen, wie viel haben wir... Ich glaube, das reicht nicht. Ja, ich würde hier gerne noch eine Brücke machen. Aber für die Brücke haben wir leider ein paar zu wenig Steine. Aber ja, halb so wild. Können wir auch noch irgendwann später mal machen. Und ich glaube, ich werde doch keine Stufen hier vorne dran machen. Ich werde wahrscheinlich die Brücke direkt hieran anschließen lassen und dann geht es hier irgendwo dann eben rüber. Ja. Lasst uns da mal nicht drüber nachdenken. Das ist momentan nicht sinnvoll. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine schöne kleine Mauer schon mal, die momentan ja wirklich noch sehr klein ist, aber die wird ja mit der Zeit wachsen, das ist ganz logisch. Ich meine, ja, wie man sich das anschaut, das ist nicht die endgültige Höhe und das ist selbst schon noch ein ja, relativ ordentliches Stück, also wir werden hier garantiert nicht vor Part 200 fertig sein, das sollte inzwischen jedem klar sein. Aber ich denke, damit können wir soweit eigentlich ganz gut leben. Ich meine, ja, sicher, ich habe einiges vor. Und ja, ich habe auch nicht vergessen, dass ich zum Beispiel eine kleine mittelalterliche Stadt bauen will. Und da soll auch wieder eine Burg hin. Es soll für die Stadt soll es ein, eine Stadtmauer geben. Das alles muss natürlich auch irgendwann gemacht werden. Und das wird auch alles kommen. Nur, ja, wie gesagt, das wird eben auch noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Aber ihr merkt es ja schon, in letzter Zeit lade ich ja mehr hoch. Am Wochenende können es ja auch mal durchaus 2-3 Folgen an einem Tag sein. Das, ja, liegt einfach, ja, ich habe nicht aufgepasst und habe meine Schaufel zerstört, kann ich nicht reparieren, lag. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr merkt es ja sicher, ich lade ja jetzt doch am Wochenende das ein oder andere Mal wirklich auch ein paar Videos hoch. Also, ja, 2-3 Folgen können das auch durchaus mal sein. Und ja, ich denke, wir machen relativ gute Fortschritte insgesamt. Ich meine, klar, ich könnte das Ganze schon fertig haben, wenn ich es drauf anlegen würde. Weil, ja, so extrem viel Zeit frisst das auch wieder nicht. Aber ich, ja... Wie soll ich sagen, ich will euch nicht zu weit vorausmarschieren, wenn ich meine Videos mache, weil ihr müsst euch das mehr oder weniger so vorstellen, wenn ich hier ein Video aufnehme, ja, dass ich vielleicht eine Stunde oder so offline was gemacht habe. Also, ja, nicht so extrem viel, wie man
es natürlich theoretisch machen könnte. Ich kann auch rein theoretisch ein ganzes Wochenende durchzocken hier und euch dann das Ergebnis mehr oder weniger präsentieren. Aber ich weiß nicht, ob das so ganz Sinn der Sache ist. Dann wird das Ganze mehr und mehr zu einem reinen Let's Show. Ich meine, ich mache ja immer diese Mischung aus Let's Show und Let's Play. Aber ja, ich will dann doch nicht komplett in ein Let's Show übergehen mit meinen Videos. Das, ja, ich will euch einfach zeigen, wie die Sachen auch entstehen. Und ja, da muss es dann halt eben auch mal sein, dass mir beispielsweise hier Steine ausgehen. Das gehört einfach mit dazu. Und ja, ich habe nicht vor, das zu ändern. So. Jetzt kann ich nicht mehr. Achso. Boah. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir verbrauchen gerade richtig, richtig viel Nahrung. Ich habe nur keine Ahnung, warum wir so viel verbrauchen. Eigentlich. Ja, okay, das Graben. So, jetzt hoffe ich, dass das noch reicht hier. Ohne dass meine Schaufel kaputt geht. Aber das bisschen hier will ich auf jeden Fall noch weg haben. So. Ah, das sieht doch gut aus. Wunderbar. Wieder ein bisschen geschafft. Da hinten. Na, komm, Sprint. Hallo. Na also. Ja, hier wird das Ganze ein bisschen kompliziert. Denn ja, ich will auf jeden Fall das ganze Wasser hier weg haben. Und ich will nicht einfach nur hier eine Ebene drüber bauen. Ich will das komplette Wasser weg haben. Weil wir ja auch unterirdisch hier noch was machen werden. Ja, wie man sieht, das ist eine ganze Menge. Das ist relativ tief. Ich glaube nicht, dass ihr das hier so gut erkennen könnt. Aber ich schwimme jetzt einfach mal zum Boden und tauche dann wieder auf. Einfach, dass ihr seht, wie tief das ist. Jetzt geht's wieder hoch. Und man sieht schon, ja, das ist ein ganzes Stück. Recht ordentlich. Aber das muss halt auch gemacht werden. Da haben wir auch einiges zu tun. Ich meine, gut, wir können ja hier, diese Geschichte hier ist überhaupt kein Problem. Nur wirklich, wo es da unten so tief ist, das, ja, das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber